Jo Leute, was geht ab bei euch? Heute mal mit einem neuen Video. Und zwar, wir werden vielleicht gar kein GTA 5 mehr spielen können, weil Donald Trump GTA 5 ein Spiel als, also Donald Trump bezeichnet GTA 5 und beschuldigt Rockstar Games, dass sie schuld wären, weil Amokläufe an einer Schule in Florida passiert sind. Und in Amerika, letzte Woche in Florida, da war auch eine kleine Schießerei. Aber Donald Trump, das ist so ein Typ, der schiebt, ey, das, genau wie mit der Merkel und den Schulz. Merkel und Schulz haben auch gesagt, nach diesem Terroranschlag in Berlin oder so. Ja. Da haben sie gleich gesagt, die haben gleich rausgehauen. Ja, das ist da. Ja, da ist der islamische Staat zu. Dann soll man nicht so einen brutalen Spiel raushauen. Das ist einfach nur egoistisch. Das sind halt Spiele von Rockstar Games, die selbst erstellt werden. Und diese Dummbätze werden es nie hinkriegen. Und hier. Und was anderes, was ich hier verkünden will: GTA 5 ist nicht schuld an Amokläufe. Ja, das ist schon ein brutales Spiel, aber deswegen braucht man das gleich nicht als Amok-Spiel bezeichnen. Das ist ein Amok-Spiel, da kann man sehr viele Dinge machen. Man kann Autos klauen, man kann Menschen abschießen, aber dafür ist GTA 5 nicht ganz genug dafür geeignet. Also, Donald Trump, der Präsident von Amerika, der redet in letzter Zeit sehr viel Scheiße, dass ich gerade in der Sekunde reden muss. Und hier, als Beweis, zeige ich euch gleich mal. Hier als Beweis. Donald Trump will GTA 5 bannen. Und das in Rico Italia hat es schon gesagt. Hier auch veröffentlicht am 9.3.2018. Heute haben wir den 10.3. Gestern hat er das Video hochgeladen. Also Donald Trump, du redest die ganze Zeit die Scheiße mit deinen Strafzöllen und so. Und die Autos von Europa, die werden noch eines Tages wieder zu dir rübergehen. Dafür wird Merkel sorgen. Und Europa wird auch dafür sorgen. Der Brüssel, kümmere dich lieber mit Kim Jong, mit deinem Krieg da, Junge. Du hast dir schon in die Hose gepisst, wo Kim Jong hier schon eine Rakete auf Hawaii abschießen wollte. Du hast schon eingepisst, wo du in einen Turm gesessen hast. Weil du gesagt hast, nein, ich habe Angst, eine Atomrakete kommt gleich. Das ist einfach nur dumm von dir. Da brauchst du gleich mal herkommen. Du kannst gerne in Deutschland alle beschuldigen, dass die das Spiel nicht mehr spielen. Ist mir scheißegal, ich spiele es weiter. Und du hast mir gar nichts zu sagen, der Präsident von Amerika. Du kannst mir gar nichts anhaben. Deutsche sind viel besser als Amerika. In Deutschland darf man quasi gar keine Waffen rumtragen. Aber trotzdem ist Deutschland besser, weil man da auch nicht so illegal lebt, weil wie ihr Chaoten da. An den Abend schön. Schönen Applaus geben könnt die GTA Community. Die könnt auf dich kacken und pissen. Donald Trump kann das. Ist einfach Rockstar Games in Ruhe. Die sind viel besser als du. Am liebsten könnte Obama dich so richtig ins Gesicht spucken. Was du in letzter Zeit für eine Scheiße da warst. Wiedersehen, Leute. Es war eine Ansage an Donald Trump.